Wir sind Maria und Peter aus Österreich. Wir erzählen euch heute eine kleine Begebenheit aus unserer bald 43-jährigen Ehe. Vor vielen Jahren hat ein Mentor einmal zu mir gesagt, du musst ab und zu deine Frau überraschen und entführe sie für ein Wochenende irgendwohin. Gesagt, getan, habe ich mich irgendwann vorbereitet und Maria für ein Wochenende entführt nach Barcelona. Das bedurfte natürlich ein paar Vorbereitungen. So musste ich zum Beispiel den Koffer in 10 Minuten packen. Das war genau die Zeit, die mir zur Verfügung stand. Und wenn du dann vor dem Kasten stehst und dann denkst du dir, wow, was nehme ich jetzt? Ist am besten so viel wie möglich. Und das habe ich gemacht, so alles hinein in den Koffer, das Kosmetiktaschel dazu und los ging die Reise. Allerdings wollten wir ins Büro fahren. Und Maria war nicht darauf vorbereitet, aber ich habe im Umfeld alles geklärt, habe unsere Kinder bei meiner Mutter untergebracht und so weiter. Ja, wir wollten ins Büro fahren und dementsprechend war ich auch gekleidet. Ich wollte schließlich und endlich im Büro putzen. Als wir dann in die Nähe zur Ausfahrt unseres Büros kamen, gab mir mein Mann einen Brief. Und in diesem, ich las den Brief und darin stand eine Nachricht von unserer Tochter. Liebe Mama, hab keine oder mach dir keine Sorgen. Papa wird jetzt nicht ins Büro mit dir fahren, aber wir sind gut aufgehoben. Oma kümmert sich um uns und ihr werdet eine schöne Zeit miteinander verbringen. Oh, ich war zunächst sehr überrascht, aber ich dachte, okay, ich lasse mich drauf ein. Wir fuhren dann bei Salzburg über die Grenze nach Deutschland und dann kam die erste Frage von Maria. Fahren wir noch lange? Fahren wir noch weit? Wir fuhren dann weiter und als wir die Ausfahrt zum Flughafen München nahmen, fragte Maria zum dritten Mal. Aber wir fahren nicht zum Flughafen und fliegen. Als wir dann ins Parkhaus am Münchner Flughafen reingefahren sind und dann geparkt haben, dann war der Ofen aus. Ja, dann realisierte ich, dass mein Mann tatsächlich mit mir wegfliegen möchte. Und also das war für mich dann, also ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber das war so schrecklich. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Ich habe dann nur geschimpft und wollte wissen, was im Koffer drinnen ist. Und als Peter dann den Koffer geöffnet hat, habe ich gesagt, da passt überhaupt nichts zusammen und das mache ich nicht. Und ich fahre da nicht mit und ja, gut. Das Schlimmste war, es hat der Abdeckstift gefehlt. Und den musste ich dann noch kaufen, so ein kleines Stück. Um 50 Mark am Flughafen. Also ihr seht, das ist schon lange her. Aber ich habe dann Maria dann auch gesagt, dass ein zweites Ehepaar uns in Spanien erwarten wird. Und die werden mit uns das Wochenende verbringen. Okay, das hat mich nicht wirklich beruhigt. Wir sind dann in das Flugzeug eingestiegen. Es gab dann einen Schweigeflug und auch ohne Essen. Und als wir dann dort ausgestiegen sind in Barcelona, wurden wir abgeholt. Ja, eine Bekannte hat uns abgeholt am Flughafen. Und sie war so begeistert von unserer Entführungsaktion und hat gesagt, ah, wenn meinem Mann sowas auch einmal einfallen würde. Und die Maria war im Rücksitz. Ja, ich habe mich natürlich überhaupt nicht verstanden gefühlt. Ich habe mich nur geärgert, habe weiter geschwiegen, bis wir dann ins Hotel kamen und ich dann so schnell wie möglich ins Zimmer entschwunden bin. Ja, also wir haben kein Abendessen gehabt dann, es war wieder Fasten angesagt. Maria war eben im Zimmer und ich habe auf unsere Freunde gewartet und habe mit dem Hans dann geredet und der hat gesagt, ich werde das am nächsten Tag mit Maria erledigen. Und am nächsten Tag gehen wir zufällig, wirklich zufällig, beide gemeinsam bei der Tür hinaus und das Zimmer von unseren Freunden war gegenüber
Und so Maria geht als Erste hinaus und unsere Bekannte sagt, Maria, du schaust so gut aus. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe das Richtige eingepackt. Ja, das Gespräch dann mit unserem befreundeten Ehepaar hat mir natürlich dann geholfen. Es hat sich dann auch noch herausgestellt, dass die Reise bereits finanziert ist, was für mich auch ein Problem war, weil zu der Zeit waren unsere Finanzen nicht unbedingt so großartig. Und ich wusste, also ich bin ja eher die Sparsame, mein Mann der Großzügige. Und das hat sich dann alles beruhigt. Und ich muss sagen, wir durften dann wirklich 4 wunderschöne Tage in Barcelona mit unseren Freunden verbringen. Wir haben natürlich viel gelernt aus dieser Reise und viel über unsere Unterschiedlichkeiten kennengelernt. Es war zum einen, sehen wir, dass wir sind beide gut organisiert, aber ich bin eher der Spontane und Unkonventionelle und die Maria ist eher die Strukturierte. Genau. Bin eher so die Korrekte. Ich habe gern diese Planung und ich brauche eine gewisse Vorlaufzeit, muss mich darauf einstellen können und eher auch strukturiert natürlich. Und ich muss sagen, da ist wirklich meine Grenze überschritten worden. Und ich war eigentlich überfordert mit der Situation. Aber ich durfte erkennen, wer ich bin, wer wir beide sind, eben unsere Unterschiede. Und ich denke mal, das ist auch etwas, wozu die Ehe dient, dass wir uns besser, selber besser kennenlernen, aber auch meinen Partner besser kennenlernen darf. Wir haben natürlich auch andere Sachen gelernt, zumindest ich. Ich habe gesehen, Maria mag Überraschungen auch, aber sie benötigt ein paar Vorinformationen. Fliegen wir oder gehen wir nur für einen Abend weg oder für einen Tag? Zu wissen, ist es heiß oder kalt, welche Kleidung muss sie anziehen? Und wenn das gegeben ist, kann sie sich auf eine Überraschung gut einstellen. Ich mag Überraschungen und ich liebe die Vorbereitungen. Es hat mir unwahrscheinlich viel gekostet, diese Vorbereitung, aber wir haben eben gelernt, noch besser aufeinander zu achten. Und ihr lieben Männer, wenn ihr das einmal macht, beobachtet eure Frau 2-3 Wochen vorher ganz genau. Was zieht sie an? Was trägt sie am liebsten? Welchen Schmuck hat sie? Etc. etc. Guter Tipp von mir. Aber wir haben wirklich viel gelernt aus diesem Ereignis. Und wir sehen, wie so etwas dazu beitragen kann, wie wir wachsen dürfen in unserer Ehe. Aneinander. Dankeschön fürs Zuhören.